Ja, für die, die letzten Samstag hier waren, wir haben ein nettes, interessantes Thema gehabt. Jemand hat nämlich gebeten, über das Nibbana zu sprechen. Und für die, die eben da waren, vielleicht nur als Erinnerung, dass ich versucht habe, den Weg dorthin, den der Buddha gelehrt hat, in den Vordergrund zu stellen zunächst, um dieses Nibbana besser verstehen zu können. Und wie ich den Weg versucht habe zu beschreiben, so wie es der Buddha getan hat, mit den Worten Sabbe Sankhara Samatha, das Stillen aller Formationen, oder der Stefan hatte sich an dem Wort Formationen gestört, könnte auch sagen Bedingungen, das Stillen, das zur Ruhe kommen aller Bedingungen. Und ja, so ganz weltlich gesprochen sind wir eigentlich alle immer ganz froh, wenn Dinge zur Ruhe kommen, oder? So, wenn Dinge still werden, ruhig werden, wenn wir uns abends irgendwie hinsetzen können, die Füße hochlegen können, der Tag zu Ende kommt. Wir wollen eigentlich immer Dinge zu einem Ende bringen. Tatsächlich tun wir das aber nicht. Und dieses zur Ruhe kommen, ohne jetzt, also jetzt hauptsächlich für die, die letztes Mal hier waren, heute mal von der anderen Seite so ein bisschen zu versuchen zu beleuchten, möchte ich zunächst mal sagen, dieses zur Ruhe kommen, was da zur Ruhe kommt, der Buddha sprach von Kaya, Vachi und Citta Sankhara, das heißt körperliche Formation, körperliche Bedingungen, verbale, sprachliche Formationen und geistige Formationen. Und weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal auch so erwähnt habe, aber anhand dessen kann man auch sehr schön sehen, dass das ganze Zeug, was unser Dasein, unser Erleben von Moment zu Moment ausmacht, in diese drei Kategorien fällt. Form, Körper und auch äußere Form, innere Form. Dann unser sprachlicher Apparat, wozu natürlich auch das Denken gehört. Unsere Sprache beginnt schließlich mit der Absicht, der Intention im Geist und ist somit auch in dieser Kategorie wiederzufinden. Und dann alle geistigen Formationen, Emotionen, Absicht, all diese Dinge, die unsere geistige Welt ausmachen, finden wir auch wieder in den fünf Daseinsgruppen, die unser Dasein ausmacht. Deshalb heißen die Daseinsgruppen die Khandhas. Und wenn Nibbana das zur Ruhe kommen aller Formationen ist, ist es natürlich auch das zur Ruhe kommen dieser fünf Daseinsgruppen, sprich Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Formation. Tritt das Wort Formation wieder in einem etwas anderen Kontext auf, und Bewusstsein. Und diese fünf Gruppen sind, wie ich auch beim letzten Mal gesagt habe, alles das, was unser Erleben ausmacht. Und es sind all die Mittel, die Werkzeuge, die wir haben, um auf unser Erleben zu deuten. Das heißt, alles, womit wir auf unser Erleben verweisen, und all das Erlebte liegt in diesem Bereich, im Bereich dieser fünf Daseinsgruppen von Form, Körper, Körperlichkeit, Gefühl, angenehm, unangenehm, neutral, Wahrnehmung, geistige Dinge und Bewusstsein. Und in der Tat spricht der Buddha von Leiden, Dukkha, dem Ursprung von Leiden, dem Ende des Leidens und dem Weg, der zu diesem Ende des Leidens führt. Und er identifiziert nicht diese fünf Daseinsgruppen mit Leiden. Er sagt also nicht, diese fünf Daseinsgruppen sind Leiden, was man oftmals so hört oder liest, vielleicht in buddhistischen Zeitschriften. Na, der Buddha sagt, alles ist Leiden, all und alles Dasein, alle Daseinsgruppen sind Leiden, sondern er qualifiziert es, indem er sagt, die fünf Daseinsgruppen des Ergreifens sind Leiden. Und damit macht er einen sehr wesentlichen Punkt, indem er nämlich sagt, dass nicht diese
Dinge, die unser Erleben ausmachen, wie Körpergefühl, Wahrnehmung, geistige Dinge und Bewusstsein in sich leiden sind, sondern dass dieser Prozess des Ergreifens, des Meinmachen, des zu einem Selbstmachen, das Ergreifen dieser Dinge, dass das Leiden da zu finden ist, dass es darin liegt. Und dieser Prozess des Ergreifens ist eine Sache, wo ich heute ein bisschen drüber sprechen möchte, weil es auch so ein bisschen anknüpft an das, worüber wir letzten Samstag gesprochen haben, weil es auch eine Sache ist, die mich so ein bisschen beschäftigt hat in den letzten Tagen. Weil nämlich dieser Prozess ein Prozess ist, ein sehr dynamischer Prozess, der von Moment zu Moment, zum Moment zu Moment stattfindet. Das heißt, dieses Ergreifen, dieses Identifizieren, dieses zu meinem Selbst machen, dieses Mein machen dieser Dinge ist das, was wir von Moment zu Moment tun. Mit anderen Worten, wir erleben nicht ein statisches Selbst oder ein ewiges Mein, was immer so ist, sondern unsere Definition von Selbst, unser Erleben von Selbst, unsere Wahrnehmung von Selbst, unser Denken über unser Selbst, über Mein, verändern sich von Moment zu Moment zu Moment. Wir definieren und redefinieren unser Erleben, unsere Wahrnehmung von selbst ständig neu. Fällt jetzt ein einfaches Beispiel zu nennen. Wir definieren uns meinetwegen über, ich bin der, der in dieser berühmten Firma arbeitet. Das ist meine Firma. Das ist mein Boss. Ich bin der, der da arbeitet. Und das verändert sich natürlich, wenn der Boss sagt, tut mir leid, schmeiß dich raus. Oder wie auch immer, wir definieren unser Sinn für unser Selbst, unsere Wahrnehmung von selbst von Moment zu Moment neu, entsprechend der Situation, in der wir uns befinden. Und zwar über die Dinge, die wir als mein erachten, über die wir eine gewisse Form von Kontrolle ausüben. Und die von euch so ein bisschen über die Buddha-Lehre gelesen oder studiert haben und auch praktizieren und wissen, der Buddha spricht auch davon, er sagt auch, dass dieses Nicht-Selbst, er sagt, diese Dinge sind Nicht-Selbst. Und da kommt so ein Problem auf, was sich immer wieder ergibt, also wie oft ich es auf irgendwelchen Retreats oder von Leuten gehört habe. Die Leute nehmen an, der Buddha sagt, da ist kein Selbst. Gerade wir aus dem christlichen Hintergrund, eine starke Identifikation mit dieser Idee von einer Seele, von einem Selbst. Und dann hören wir plötzlich, der Buddha sagt, gibt kein Selbst. Und tatsächlich finden wir in den Sutten genau die gleichen Muster, wie auch heute in den verschiedenen Religionen, wo Leute zum Buddha gekommen sind, die vom Buddha sozusagen eine Konfirmation oder eine Bestätigung dafür haben wollen, dass es entweder ein Selbst gibt oder dass es kein Selbst gibt. Und daraus ergibt sich dieses Missverständnis, weil der Buddha nämlich selber nie gesagt hat, dass es entweder ein Selbst gibt oder dass es kein Selbst gibt. Er hat gesagt, wir kreieren unser Selbst ständig neu, von Moment zu Moment zu Moment. Und dieses angenommene Selbst, was unser Erleben ausmacht, ist genau so ein Prozess wie der Prozess, den der Buddha lehrt, um diesem Missverständnis, was schließlich zu Leiden führt, ein Ende zu machen. Das heißt, seine Herangehensweise zu sagen, diese Dinge sind nicht selbst, ist nicht irgendwie ein Dogma, was wir jetzt annehmen und sagen, ich bin jetzt Buddhist und deshalb habe ich kein Selbst mehr. Oder wie auch immer. Oder ich glaube da nicht dran, ich habe ein Selbst. Hier, das ist mein Selbst. Ich erlebe mein Selbst die ganze Zeit. So. Nee, was der Buddha getan hat, war
wunderbar, weil er nämlich ein geschicktes Mittel uns gegeben hat, um unser Erleben, um dieses Mein-Machen, dieses zu einem Selbst-Machen, was wir von Moment zu Moment ständig tun, zu hinterfragen. Und was noch viel wichtiger ist, er hat auch nicht gesagt, diese fünf Daseinsgruppen, die sind nicht selbst und von denen müsst ihr jetzt loslassen. Nee, er hat gesagt, diese Daseinsgruppen sind Daseinsgruppen. Problem sind nicht die Daseinsgruppen, das Problem ist das Ergreifen dieser Daseinsgruppen. Aber weil wir ja gar nichts anderes haben als Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Dinge und Bewusstsein, sind diese fünf Daseinsgruppen auch gleichzeitig das Werkzeug, mit dem wir zum Ziel der Buddha-Lehre kommen. Das heißt, wir müssen diese fünf Daseinsgruppen, die ja zunächst mal unser Erleben ausmachen, benutzen, und zwar auf eine geschickte Weise, um dieser Illusion entgegenzuwirken. Aber zunächst mal geht es gar nicht darum, nicht selbst in den Vordergrund zu stellen, zumindest nicht auf dieser Ebene der vier edlen Wahrheiten, sondern wir müssen erst mal gucken, wie Lumpatui mal gesagt hat, dieses Selbst, ne, wenn ich zu Leuten, die in der Praxis am Anfang stehen, von nicht selbst spreche und versuche den Leuten nicht selbst auf der Ebene der vier edlen Wahrheiten zu erklären, das ist ungefähr wie wenn ich einen frischen Zitronenbaum habe, der gerade eingepflanzt ist und ich versuche da Zitronensaft rauszuquetschen. Kann ich nicht. Ich muss erstmal warten, bis dieser Zitronenbaum groß genug ist, dass er überhaupt Früchte trägt. Und dann kann ich die Früchte ernten und aus den Früchten, aus den Zitronen, kann ich Zitronensaft machen. Das heißt, für uns ist zunächst mal eine andere Form der Praxis wichtig, nämlich dieses Erleben von selbst so zu gestalten, dass es zu heilsamen, zuträglichen und damit zu glücklichen Zuständen führt. Wir müssen unser Erleben zunächst mal verbessern mit den geschickten Mitteln, die der Buddha uns gegeben hat. Und diese geschickten Mittel erstrecken sich natürlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Aber wenn wir zum Beispiel dieses Ergreifen dieser fünf Daseinsgruppen mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, dass der Buddha auch da mehr ins Detail gegangen ist. Er hat zum Beispiel gesagt, wir ergreifen diese fünf Daseinsgruppen, die unser Erleben ausmachen, auf vier verschiedenen Ebenen. Wir ergreifen Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Formation, Bewusstsein auf der Ebene von Sinnlichkeit. Wir versuchen, angenehme Sinneseindrücke zu erleben, zu erfahren und unangenehme zu vermeiden. Das heißt, wir ergreifen diesen Körper, diese Gefühle, diese Wahrnehmung, wir benutzen die als Mittel, um unser Selbst so zu definieren, dass wir eine angenehme Wahrnehmung, angenehme Gefühle produzieren, angenehme Dinge erleben. Auf der Ebene von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Und wir ergreifen diese fünf Daseinsgruppen auf der Ebene von Anschauung oder Ansicht. Das heißt, wir definieren unser Selbst über unsere Ansichten. Meine Ansicht ist, Gott weiß ich, so oder so. Brauchen wir nicht ins Detail zu gehen. Jeder weiß, diese Welt, der Zustand dieser Welt ist zum Teil so schlecht, weil die Leute sich aufgrund ihrer Ansichten bekriegen. Ansichten gehen so tief, dass Leute bereit sind, für ihre Ansichten zu töten, zu stehlen, was auch immer. Und wir ergreifen diese fünf Daseinsgruppen auf der Ebene von gewissen Praktiken oder Gewohnheiten, Übungen oder oftmals Riten und Rituale. Das heißt, wir definieren unser Selbst über bestimmte Praktiken, bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Muster, die wir tun, bestimmte Dinge, die wir tun, gewisse Übungen. Ich bin derjenige, der
sich am schönsten vor der Buddha-Statue verbeugen kann. Oder ich bin derjenige, der sich nicht vor der Buddha-Statue verbeugt. Weil sich vor der Buddha-Statue verbeugen ist ja ein Ritual. Und ich glaube ja nicht an Rituale. Ohne zu merken, dass wir in dem Moment nur ein Ritual für ein anderes austauschen. Also wir definieren uns darüber, dass wir bestimmte Dinge nicht tun. Oder dass wir bestimmte Dinge tun. Oder auf der Ebene von Anschauung, wir definieren unser Selbst über unsere Ansichten, meine Anschauung. Ich bin Buddhist. Ich glaube nicht an ein Selbst. Es gibt kein Selbst. Ich bin ein gläubiger Christ. Ich glaube an Gott. Ich glaube an das ewige Leben nach dem Tode an der rechten Seite des Herrn. So. Und wenn jemand sagt, das ist alles Quatsch, dann wäre ich natürlich böse. Weil darüber definiere ich mich ja schließlich und deshalb fühle ich mich natürlich angegriffen oder unsicher, wenn plötzlich jemand kommt und sagt, nö, sehe ich nicht so. Und die vierte Ebene, auf der wir diese fünf Daseinsgruppen ergreifen und damit unser Selbst, unser Ich definieren, ist genau über dieses Ich machen oder diese die Definition oder die Vorstellung, die wir haben von einem Selbst. Dieses Selbst, dieses Ich, diese Seele, dieses vermeintliche Ding, was uns ausmacht. Was bin ich? Wer bin ich? Wie war ich? Wie werde ich sein? Was ist mein Selbst? Was bin ich? Was bedroht mein Selbst? Was beschützt mein Selbst? All diese Dinge, die sich um dieses Ich herum drehen, dieses Ich machen, mein machen. Und was der Buddha sagt, ist, dieser Prozess ist zunächst mal ein Prozess, der stattfindet. Das heißt, wir können den nicht verleugnen. Und wir sollten ihn auch nicht verleugnen. Und wir sollten ihn auch nicht zu irgendeinem Dogma machen, was wir irgendwo oben auf irgendein Regal setzen und hochhalten, weil dann tun wir nämlich nichts. Das nützt nichts, wenn wir sagen, das ist meine Anschauung und das ist meine Ansicht und all diese Dinge. Wenn ich sage, gibt kein Selbst, wenn ich sage, gibt kein Selbst, kann ich sowieso nichts dran ändern, ist alles nicht meins, dann kann ich auch nicht praktizieren. Oder kann ich sowieso nicht kontrollieren, ist alles nicht meins, gibt kein Selbst im Buddhismus, sowieso alles hoffnungslos. Nee, der Buddha sagt, dieser Prozess, den müssen wir hernehmen und auf eine Weise entwickeln, wie er uns zu mehr Wohlgefühl, zu mehr Wohlsein gereicht und zu weniger Leid. Das heißt, wir müssen diesen Prozess des Ergreifens, der von Moment zu Moment zu Moment stattfindet, genau unter die Lupe nehmen und zunächst einmal die Dinge ergreifen, die heilsam sind, die zuträglich sind, die uns nicht verletzen, die uns nicht schaden, die niemandem anderen schaden. Und dann kann ich die Sachen, von denen ich merke, dass sie unheilsam sind, dass sie nicht zuträglich sind, dass sie mir schaden, dass sie mich zu mehr Leiden führen und dass sie anderen Leuten schaden, die kann ich zunächst mal versuchen, in diese Kategorie meinetwegen von Nicht-Selbst zu stecken. Aber wir müssen erstmal unser Selbst verbessern. Wir müssen dieses gemachte Selbst, dieses angenommene Selbst, was wir ja eh ständig kreieren, ständig neu wieder definieren, auf eine Weise definieren, wie es uns zu mehr Wohl gereicht und auch den Menschen um uns herum zu mehr Wohl gereicht. Und da sagt der Buddha eben, das können wir machen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und wenn wir den Pfad, die Praxis, dieser achtgliedrige Pfad, von dem der Buddha spricht, den ich vielleicht einfach mal der Einfachheit halber als Dana Sila Bhavana heute beschreiben möchte, weil es sich eignet für diesen Vortrag. Dana Großzügigkeit, Sila Ethik, Tugend, Moral, je nachdem, was einem besser gefällt. Und dieser Entwicklung, Herzensentwicklung, geistigen Entwicklung in der Meditation. Und auf der Ebene von
Großzügigkeit können wir zum Beispiel auch sehen, wie wir von Moment zu Moment Dinge zu mein machen und damit eigentlich immer gieriger, immer habgieriger werden und durch diese Habgier, durch diesen Geiz merken wir zunächst gar nicht, wie es eigentlich unsere Lebensqualität verschlechtert. Und erst wenn wir sehr bewusst dazu übergehen, freigebiger zu sein, gebefreudiger zu sein, großzügiger zu sein, unsere Zeit mit anderen Leuten teilen, unser Geschick mit anderen Leuten teilen, anderen Leuten unsere Zeit widmen, andere Leute unterstützen, Dinge weggeben, die uns dann auch nicht mehr gehören. Es gibt zum Beispiel eine andere Beschreibung vom Buddha über Großzügigkeit. Normalerweise nehmen wir das Wort Dana als Großzügigkeit, aber das Wort Chaga gibt es auch. Und Chaga ist eher so aufgeben, abgeben. Und wenn ich was aufgebe, wenn ich was abgebe, wenn ich etwas mitgebe, wenn ich etwas teile mit jemandem anderen, in dem Moment ist das nicht mehr mein. Und so kann ich diese Struktur oder diesen Prozess oder dieses geschickte Mittel von selbst beziehungsweise nicht selbst anwenden als Mittel, um mich in Großzügigkeit beispielsweise zu üben. Ich gebe gewisse Dinge auf, weil ich weiß, dass ich jemandem anderen damit was Gutes tue, merke aber im gleichen Moment, wie es mir dadurch auch besser geht. Weil ich nämlich in dem Moment eine Form von Kontrolle ausübe, die mein Selbstverständnis oder mein Selbstwertgefühl erhöht, erhält, verbessert. Und darum geht's ja. Wir müssen unser eigenes Selbstwertgefühl zunächst mal verbessern. Und wir können nicht so verblendet sein und sagen, ist alles nicht selbst. Aber wir können dieses nicht selbst, von dem der Buddha spricht, benutzen, indem wir sehen, wo wir in der Lage sind, Kontrolle auszuüben und wo wir nicht in der Lage sind, Kontrolle auszuüben. Und wenn ich ganz bewusst auf der Ebene von Großzügigkeit Kontrolle ausübe, dahingehend, dass ich mich entscheide, aus freien Stücken heraus, etwas abzugeben, etwas wegzugeben, um jemandem anderen zu helfen, dann ist dieser Prozess, ist dieser Akt des Gebens, ist ein heilsamer Akt, der jemandem anderen hilft, aber gleichzeitig auch dadurch, dass ich aus freien Stücken eine gewisse Form von Kontrolle ausübe, eine Sache, die mein eigenes Selbstwertgefühl in dem Moment verbessert. Und das ist eine Sache, die wir beobachten können. Und das sind Sachen, die ständig ablaufen. Und wir sind ständig am Abwägen. Na, wie viel gebe ich? Wie viel gebe ich nicht? Wie viel nehme ich? Ja, wir sind ständig dabei, ja, unser Erleben von selbst so zu strukturieren, wie wir es aus Gewohnheit immer schon getan haben. Und was der Buddha sagt, ist, bringt Achtsamkeit, bringt Geistesgegenwart, bringt Aufmerksamkeit, Achtsamkeit in diesen Prozess, schaut genau hin, was da von Moment zu Moment im Geist stattfindet, wie ihr immer wieder diese Daseinsgruppen ergreift, um euren Platz in der Welt zu rechtfertigen, zu definieren, um euer Ego, euer Selbst irgendwo zu rechtfertigen und zu definieren. Und versucht, dieses Mittel, dieses geschickte Mittel von selbst und nicht selbst, nicht als absolut zu sehen, sondern als Mittel, als Werkzeug, um eure eigene Lebensqualität, euer eigenes Selbstwertgefühl zunächst mal zu verbessern. Und das können wir tun, indem wir sehen, wo können wir innerhalb dieser 5 Daseinsgruppen Kontrolle ausüben und wo haben wir keine Kontrolle. Ich kann meinem Körper nur begrenzt sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Wenn ich einen Schnupfen habe, dann habe ich einen Schnupfen. Dann kann ich dem Körper nicht sagen, lieber Körper, jetzt hab bitte keinen Schnupfen. So. Wenn ich Bauchschmerzen habe, habe ich Bauchschmerzen. Dann kann ich dem Körper 100-mal sagen, lieber Körper, bitte jetzt keine Bauchschmerzen. Nee, der Körper hat so lange Bauchschmerzen, wie er Bauchschmerzen hat, weil es nämlich Bedingungen sind oder Dinge sind, auf die wir überhaupt gar keinen Einfluss haben und auch gar keinen Einfluss nehmen können. Aber es gibt bestimmte Dinge, auf die wir Einfluss nehmen können.
Genau das sind die Dinge, die wir benutzen, um eine Form von heilsamer Kontrolle zu übernehmen. Und in dem Maße, in dem wir das tun, erkennen wir, wo unsere Limitation, wo unsere Begrenzung liegt, wo wirklich Dinge sind, wo wir frei sind, Kontrolle auszuüben und wo wir keine Möglichkeit haben, Kontrolle auszuüben. Und wo es auch besser ist, keine Kontrolle auszuüben, weil wir nämlich merken, wenn wir in der Form Kontrolle ausüben, dann führt es eigentlich zu unheilsamen Geisteszuständen, es führt eigentlich zu mehr Leiden für mich und zu mehr Leiden für andere. Also kann ich diese Dinge, wie der Buddha es gesagt hat, als etwas betrachten, was nicht meins ist, nicht selbst ist. Und das ist ein geschicktes Mittel, mit dem wir wirklich aktiv von Moment zu Moment Einfluss nehmen können auf unsere eigene Lebens- und Erlebensqualität. Großzügigkeit ist ein wunderbares Terrain, wo wir uns dahingehend üben können. Oder wir merken, wie plötzlich der Geiz in uns hochkommt. Ajahn Chahs Lieblingsbeispiel war, wenn ich mich jetzt dran erinnere, sagte immer so, ja, wenn du wirklich mal schauen willst, jemand gibt dir zwei Äpfel, einen großen und einen kleinen, und du sollst einen davon abgeben. Gibst du den kleinen ab oder gibst du den großen ab? Ja? Da können wir uns drin üben. Wir können uns drin üben, weil ist ja zunächst mal schwer, diese Entscheidung zu treffen, etwas abzugeben, was wir eigentlich lieber selber behalten würden. Aber in dem Moment, wo wir es abgegeben haben, wo wir das Grinsen von dem anderen sehen, der sich darüber freut, merken wir plötzlich, boah, das habe ich jetzt aus freien Stücken gemacht. Das habe ich gemacht, weil da hat mich keiner zu gezwungen. Das war meine ganz eigene Entscheidung. Und das fühlt sich einfach toll an. Und dann merken wir plötzlich, wie die geistige innere Qualität eigentlich viel mehr zu unserem Wohlbefinden beiträgt, als jetzt irgendwie den größeren Apfel zu essen. Oder was auch immer. Ne? Und es ist, ist ein geschicktes Mittel. Der Buddha hat 45 Jahre versucht, uns geschickte Mittel zu geben. Er hat kein Dogma gelehrt oder uns irgendwie gesagt, wir müssen irgendwas glauben oder nicht glauben. Er hat gesagt, hier, das sind Mittel und Wege, um von Moment zu Moment eure Lebensqualität heller und besser und angenehmer zu machen. Und das ist zunächst mal ganz wichtig, weil wir können nur von einem heilsamen, hellen, angenehmen, sich wohlfühlenden Selbst diesen Sprung machen, der letztendlich dazu übergeht, alle bedingten Phänomene, alle Formationen, alle Sankaras, alle fünf Daseinsgruppen als nicht selbst zu sehen. Wir müssen erstmal im Kleinen üben, wie können wir dieses Mittel anwenden, um erstmal da unsere Lebensqualität zu verbessern. Auf der Ebene von Sila ganz genauso, Ethik. Ja, Buddha sagt, diese fünf Grundethikregeln, von denen eigentlich jeder weiß. Ja, wenn die ganze Welt die fünf Ethikregeln einhalten würden, ach, wäre wunderschön. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und alles wäre wunderbar. Gäbe keine Kriege und wäre alles toll. Aber wer hält fünf Ethikregeln ein? Nicht Lebewesen töten, nicht stehlen, nicht mit Frauen oder Männern rumschlafen, mit denen wir nicht rumzuschlafen haben, nicht zu lügen, keine Versprechen zu brechen, kein Alkohol und keine Drogen zu nehmen. Jeder weiß, wenn wir uns alle daran halten würden, ja, wäre toll. Tut sich aber keiner daran halten. Oder die wenigsten. Und der Buddha hat sogar mal so weit gegangen und gesagt, die ganzen Zweibeiner, die da draußen rumlaufen, die sehen zwar aus wie Menschen, aber solange die fünf Ethikregeln nicht einhalten, sind die näher am Tierreich als am Menschenreich. Und in der Tat, wenn so jemand stirbt, kann ich erwarten, wenn er sich tierisch verhalten hat, dass er irgendwie menschliche Wiedergeburt erfährt. So. Und da können wir, ist ein wunderbares Übungsfeld, weil genau da können wir sehen, wie sich unsere Gewohnheiten so eingeschliffen haben, dass es uns natürlich oftmals schwer fällt,
uns entsprechend dieser fünf Ethikregeln zu verhalten. Aber in dem Maße, in dem wir immer wieder abwägen, ne, von Moment zu Moment, werden wir genau auch da sehen, dass es uns eigentlich freier macht, etwas zu tun, von dem wir wissen, dass es für uns und für andere heilsam und zuträglich ist. Und das Vertrauen und auch damit die Energie und all diese anderen spirituellen Fähigkeiten, die dadurch entstehen, bestätigen das für uns. In dem Maße, in dem wir in der Lage sind, die fünf Ethikregeln einzuhalten, merken wir, wie sich unsere Lebensqualität verbessert. Wir werden als mehr vertrauenswürdig erachtet, weil wir nicht mehr lügen. Die Leute vertrauen uns Dinge an, weil wir nichts nehmen, weil uns nicht gegeben wird. Wir stehlen nichts, betrügen niemanden, wir leiten niemanden in die Irre. Wir vergehen uns nicht an andere Leute, Frauen oder Männer, die verheiratet sind oder brechen aus unserer eigenen Beziehung aus oder was für Kombinationen es auch immer geben mag. Und da können wir auch sehen, wie wir im Rahmen dieser fünf Daseinsgruppen unser Selbst als jemand definieren und neu definieren, der beginnt, Ethikregeln einzuhalten. Und wie mit der Zeit diese inneren Werte, diese inneren Qualitäten dazu führen, dass wir mehr Zufriedenheit entwickeln, dass wir mehr innere Freude entwickeln, keine Schuldgefühle beispielsweise, keine Reuegefühle mehr empfinden. Und das hebt unsere Lebensqualität enorm an. Und so können wir dieses geschickte Mittel, was der Buddha uns gegeben hat, auch da benutzen, um unheilsame Dinge zunächst mal in diese Kategorie von das ist nicht meins. Dieser unheilsame Gedanke, der mich jetzt unbedingt dazu treiben will, das und das zu tun oder das und das zu sagen, den tue ich jetzt erstmal achtsam in diese Kategorie von nicht mein, nicht selbst. Und ich identifiziere mich lieber mit dem Gedanken, von dem ich weiß, dass er mich zu einem angenehmen inneren Wohlgefühl bringt. Und wenn wir anfangen zu meditieren, merken wir das noch viel deutlicher. Weil in dem Moment, wo ich versuche, den Geist bei einer Sache zu halten, fangen ja diese ganzen Dinge erstmal an aufzukochen. Wenn ich nicht versuche, den Geist zu stillen, merke ich ja gar nicht, wie chaotisch der ist. Aber in dem Moment, wo ich beginne, den Geist zu versuchen, zur Ruhe zu bringen und mal bei seinem Mantra oder seinem Meditationswort oder beim Atem zu halten oder mal versuche, liebende Güte zu entfalten oder was auch immer, in dem Moment merke ich, wie ich ja eigentlich überhaupt keine Kontrolle habe. Aber auch da werden wir feststellen, wie wir von Zeit zu Zeit in der Lage sind, Dinge mehr und mehr als wichtig und als förderlich zu erachten und wie wir andere Dinge mehr und mehr, dadurch, dass wir sie nicht kontrollieren können, in diesem Lichte des Nicht-Selbst wahrnehmen können und dann auch gar nicht mehr versuchen, das zu kontrollieren. Aber wir müssen natürlich versuchen, eine gewisse Kontrolle auszuüben. Und das ist ja auch der, der Kampf, der stattfindet. Aber der Kampf findet genauso statt auf der Ebene von Sila, Ethik, auf der Ebene von Großzügigkeit, Dana oder Chaga, oder auf allen anderen Ebenen des Pfades, der uns zur Befreiung führt. Und das ist eben dieses Abwägen. Dieses Abwägen durch scharfe Beobachtung, durch Hinschauen, immer wieder uns diesen Prozess des Ergreifens, der ja ständig abläuft, bewusst zu machen und zu versuchen, die Dinge zu ergreifen, die unser Selbstwertgefühl stärken und anheben und die Dinge mehr und mehr
in diesem Lichte des Nicht-Selbst zu betrachten, von denen wir einfach sehen, dass sie unzuträglich, unförderlich, unheilsam sind und uns eigentlich nur schaden. Und wenn es in der Meditation dann anfängt, ein bisschen heller zu werden und netter zu werden, dann haben wir den Punkt erreicht, wo sich ja auch eine ganz andere Perspektive offenbart. Weil in dem Maße, in dem ich natürlich mehr und mehr in meinem Inneren Zufriedenheit und Ruhe und Glück und Freude empfinden kann, in dem Maße kann ich natürlich auch die äußeren Dinge mehr und mehr in ihrem Licht des Nicht-Selbst betrachten. Heißt, je mehr innere Zufriedenheit, je mehr innere Freude ich entwickle, mein Glück, meine Freude, meine Zufriedenheit aus den inneren geistigen Prozessen ziehe, umso mehr bin ich in der Lage, die äußeren Dinge und dann nicht nur die äußeren unangenehmen oder unförderlichen Dinge, sondern dann auch die Dinge mehr und mehr mit in diese Kategorie von nicht selbst zu schmeißen, von denen ich sehe, brauche ich nicht. Brauche ich nicht zu kontrollieren, kann ich letztendlich sowieso nicht kontrollieren, ist diesem Wechsel, diesem Wandel unterworfen, ist nichts, was mir irgendwie auf lange Zeit wirklich was geben kann. Die Dinge sind letztendlich Dinge, die der Vergänglichkeit und damit der Leidhaftigkeit anheimfallen, die sich meiner Kontrolle entziehen. Und deshalb ist ja die Meditation für diesen weiteren, höheren Prozess der Praxis so wichtig. Weil wenn wir natürlich nicht in der Lage sind, in uns zu kehren und den Geist nach innen zu richten und zu sich selbst zurückzuführen, dann haben wir natürlich nicht viel anderes als die Dinge, die wir da draußen in der Welt kennen. Aber selbst wenn wir nicht meditieren, können wir trotzdem diese Lehre, diese Praxis, dieses geschickte Mittel anwenden auf der Ebene von Großzügigkeit, Ethik. Und da erkennen, wie unsere Lebensqualität sich verbessert. Und eine Sache, die ich auch den Leuten immer wieder sage, ist, es ist nichts, was man irgendwo forcieren kann. In dem Maße, in dem man Großzügigkeit und Ethik praktiziert, passiert irgendwann einfach von ganz alleine etwas, was diesen Geist nach innen führt. Das ist ein automatischer Prozess. Das ist nichts, was wir irgendwo forcieren können. Das ist eine Sache, die automatisch läuft. In dem Maße, in dem wir Vertrauen in die Grundlagen der Praxis haben und da wirklich uns üben, setzen wir einfach einen bestimmten Prozess in Gang, der früher oder später dazu führt, dass der Geist einfach gerne mit sich alleine ist. Dass wir gerne mal die Augen zumachen und mal in die Stille lauschen. Dass wir den Trubel um uns herum gar nicht mehr so brauchen. Wir beginnen unser Selbst nicht mehr über diese äußerlichen Dinge zu definieren, als vielmehr über die inneren Qualitäten. Wird ja immer noch eine Form von Selbst ist. Ist ja immer noch eine Form des Ergreifens. Ist ja immer noch eine Form des Meinmachen oder zu einem Selbst oder zu einem Ich-Machen. Und das ist aber auch okay. Und das ist auch wichtig, das zu verstehen, dass das okay ist. Weil sonst laufen wir immer Gefahr, dieses geschickte Mittel auf eine falsche Weise zu benutzen. Oder gar nicht zu benutzen. Und wir müssen einfach lernen, wie wir das als Werkzeug nehmen können. Weil der Prozess, wie gesagt, der geht die ganze Zeit ab. Die ganze Zeit. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Wahrnehmung ist nichts anderes als ein ergriffener Gedanke, ein ergriffenes Gefühl, eine ergriffene Wahrnehmung, die unser vermeintliches Selbst definiert und redefiniert. Und da können wir wirklich was dran tun. Es ist so wie Essen. Wir essen ständig. Ich meine, ich habe dieses Sutta, wo der Buddha über Ahara, über Essen spricht. Warum? Warum ist das so wichtig, dass Mönche ihr Essen kontemplieren? Weil wir müssen ständig essen. Wir essen jeden Tag. Das ist ein Prozess, der jeden Tag abläuft. Und wenn wir diesen Prozess hernehmen,
wenn wir das einfach, ne, aus Gewohnheit machen, da irgendwas in uns reinstopfen und gar nicht irgendwie groß überlegen, ne, dass da jetzt irgendwie ja die vier Elemente, die äußeren vier Elemente, die inneren vier Elemente füttern, um diesen Körper für einen weiteren Tag am Leben zu erhalten. Ja, dann wird uns das auch nicht bewusst. Dann ist Essen auch nur ein Mittel, um irgendwie sinnliches Vergnügen zu erfahren. Und dann nörgeln wir am Essen rum, wenn es uns nicht schmeckt, und wir sind völlig beglückt, wenn es dann mal so richtig auf dem Gaumen zergeht oder auf der Zunge zergeht, wie immer auch immer. Aber wir können diese Dinge auch umdrehen. Und genau das ist, was der Buddha sagt, diese fünf Daseinsgruppen, die sind da, die ganze Zeit. Und wir ergreifen die ganze Zeit. Also sind das auch unsere Mittel, das sind unsere Werkzeuge, mit denen wir diesen Pfad gehen. Ja, und wenn in der Praxis dann in der Meditation das mal richtig nett wird, dann haben wir natürlich auch viel Mut und viel Energie und viel Vertrauen, viel Achtsamkeit. Dann fällt es uns natürlich auch viel leichter, mehr und mehr Dingen zu erlauben in diese Kategorie von Nicht-Selbst zu fallen. Wichtig ist aber dieser Aspekt von, wo wir Kontrolle ausüben können und wo wir keine Kontrolle ausüben können. Weil das sind Sachen, die wir ständig merken. Und dann ist auch immer das, wo es wehtut. Wenn wir versuchen, Kontrolle auszuüben über eine Sache, die wir nicht kontrollieren können, dann tut es weh. Wenn wir begreifen, ist nicht mein, ist nicht selbst. Oder wenn wir das zumindest in Erwägung ziehen oder mal da in den Raum stellen, dann hat der Geist die Möglichkeit, auch auf die Weise zu sehen. Und dann ist das Leiden vielleicht nicht mehr so groß. Weil wir nämlich merken, können wir ja eh nicht kontrollieren. Wenn ich eine Sache loslassen kann, die ich eh nicht kontrollieren kann, dann habe ich nur gewonnen. Wenn ich aber versuche, Sachen zu kontrollieren, die ich eh nicht kontrollieren kann, dann habe ich ein echtes Problem. Und das ist genau da, wo wir wirklich von Moment zu Moment auch aufmerksam sein müssen, um zu merken, wie wir uns eigentlich dieser Natur der Dinge immer wieder widersetzen. Wir versuchen doch immer wieder, Dinge zu kontrollieren, die nicht im Bereich unserer Kontrolle liegen. Und das Geschickte ist halt eben zu versuchen, da wirklich Kontrolle auszuüben, wo wir Kontrolle ausüben können. Weil dieses Nicht-Selbst heißt ja nicht, dass wir überhaupt keine Kontrolle haben. Wir haben ja bedingt Kontrolle. Und genau in diesem Bereich, wo wir bedingt Kontrolle haben, müssen wir auch Kontrolle ausüben. Das ist der Pfad, das ist die Praxis, das ist die Übung. Das Problem ist, wir versuchen immer Kontrolle auszuüben, wo wir keine ausüben können. Und wenn wir sehen, aha, hier kann ich mich frei entscheiden. Hier kann ich was tun, hier kann ich was Gutes tun. Hier kann ich mich zum Besseren verändern. Hier kann ich aktiv was machen. Und dann mache ich das. Und das ist die Praxis, das ist die Übung. Das ist unsere Aufgabe. Sich zurücksetzen, ist alles nicht selbst, kann ich eh nichts ändern. Ja, dann ändert sich auch nichts. Sie sagen, ich kann sowieso nichts kontrollieren. Doch, wir können was kontrollieren. Wir können das kontrollieren, was wir kontrollieren können, aber wir können das nicht kontrollieren, was wir nicht kontrollieren können. Blöd, wie sich das anhört. Ist so. Und das müssen wir irgendwo ja selber rausfinden. Und das macht auch Spaß, weil ja, in dem Maße, in dem wir nämlich merken, wie wir mehr und mehr Kontrolle über Sachen ausüben können, über die wir vorher eigentlich keine Kontrolle hatten, weil uns nämlich unsere Gewohnheiten, unsere Begierden, unsere Aversionen, all unsere unheilsamen Tendenzen immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, in dem Maße fühlen wir uns natürlich auch besser, weil wir merken, hey, plötzlich klappt's. Hey, heute habe ich dem Geist gesagt, jetzt halt die Klappe. Und er hat echt die Klappe gehalten. Für 20 Minuten. Wow. Spitze. 20 Minuten beim Atem geblieben. Astrein. Ja, und das gibt natürlich auch dann Erfolgserlebnisse. Und dieses Erfolgserlebnis führt zu mehr Vertrauen. Vertrauen führt zu mehr Energie und Kraft. Mehr Achtsamkeit. Mehr Weisheit.
Und so entwickeln wir auf diesem Pfad natürlich auch diese spirituellen Kräfte. Jemand mich letztlich am Telefon gefragt, wo ist der Unterschied zwischen den 5 spirituellen Fähigkeiten und den 5 Kräften? Also sind die gleichen. Sada, Virya, Sati, Samadhi, Panya. Also Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Samadhi, ja genau, Sammlung und Weisheit. Und da gibt es einmal als 5 spirituelle Fähigkeiten, also als diese Anlagen, die wir haben, und einmal als Kräfte. Natürlich eine sehr technische Frage und ich wusste auch nicht so richtig, wie ich sie beantworten sollte, weil ich auch nicht so ein Techniker bin. Aber so wie ich das eben dann so aus dem hohlen Bauch habe ich dann halt mir überlegt, naja, diese Anlagen, diese Fähigkeiten, wenn die entwickelt sind, dann werden sie zu Kräften. So, das wird mir in dem Moment Sinn zu machen schien. Was jetzt so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber diese Fähigkeit von Vertrauen, Fähigkeit von Energie, Fähigkeit von Achtsamkeit, Weisheit, Sammlung, die werden zu Kräften in dem Maße, in dem wir die entwickeln. Und die entwickeln wir halt, indem wir diesen achtfachen Pfad entwickeln. Und das Entwickeln des achtfachen Pfades ist, wie ich versucht habe rauszubringen, das Hernehmen dieser 5 Daseinsgruppen, die ja nun mal unser Dasein, unser Erleben ausmachen. Und dieses Ergreifen dieser 5 Daseinsgruppen in eine Richtung zu lenken, wie es eben dieses Verhältnis von Dingen, über die wir Kontrolle haben und über die wir keine Kontrolle haben, mehr und mehr herausstellt, bis wir irgendwann, wenn der Geist so weit ist, dass er innerliche Sammlung erfährt, zumindest die äußeren Dinge ganz klar als nicht selbst erkennen kann. Und dann sind wir fast haben. Aber dann geht es natürlich darum, auch diese inneren Qualitäten mehr und mehr unter die Lupe zu nehmen. Nur wenn ich am Anfang ein Freude, ein Glücksgefühl in der Meditation als Anatta kontempliere, als Nicht-Selbst, dann wird sich dieses freudige Gefühl sehr schnell in was anderes verfratzen. Also es ist nicht geschickt, an einem Punkt Dinge als Nicht-Selbst zu kontemplieren, die in dem Moment zunächst lieber mal als Selbst kontempliert werden sollten. Juhu, mein Glücksgefühl, astrein, super, spitze, kann ich mich echt dran klammern und dran ergötzen und erfreuen. Und der Buddha hat gesagt, da gibt's nichts zu befürchten, im Gegenteil. Kannst du dich gehen lassen und dran festknüpfen und binden und es sind keine unheilsamen Dinge von zu erwarten, indem wir uns an dieses innere Glücksgefühl anjochen. Im Gegenteil. Buddha hat gesagt, was er erwarten kann, ist Stromeintritt, einmal Wiederkehrer, nicht Wiederkehrer und Arahant. Aber letztendlich, klar, wenn wir irgendwann an dem Punkt angekommen sind, wo zuträglich ist, auch diese inneren geistigen Faktoren dahingehend zu betrachten, dass wir erkennen, dass die auch nicht selbst sind, weil sie ja auch letztendlich der Vergänglichkeit anheimfallen müssen, weil es ja auch letztendlich Sankaras sind, weil es ja auch Bedingungen sind. Dann können wir auch beginnen, von diesen Dingen loszulassen. Aber wichtig ist zunächst mal, diesen Schritt zu machen, von der Welt der 5 äußeren Sinne in die Welt des 6. Sinns, des Geistes. Wenn wir da gesehen haben, dass es 2 verschiedene Paar Schuhe sind, dann haben wir schon eine Menge erreicht. Und dann haben wir auch mehr Mut, mehr Vertrauen, mehr Energie, mehr Kraft, mehr Achtsamkeit, mehr Sammlung und Weisheit, um diesen nächsten Schritt zu machen. Aber auch das baut ja auf all diese Übungen, die wir ständig machen können, von Moment zu Moment. Weil ich habe letzte Regenzeiten Vortrag gegeben, kann mich gerade daran erinnern, über die Gegenwart. Ist gar nicht ab durch die Mitte, haben wir den, glaube ich, genannt. Die Mitte, die Gegenwart. Und
Weil wenn wir uns die Gegenwart anschauen, wenn wir uns diese Mitte anschauen, was haben wir da? Was ist da? In der Gegenwart ist, was wir erleben, ist zunächst mal das Resultat aus der Vergangenheit. Also ist sozusagen, sind die Früchte aus der Vergangenheit. Manchmal sagen wir, ist mein Karma, aber wisst ihr ja, stimmt nicht, ist nicht Karma, ist Vipaka, weil Vipaka sind Früchte, Karma ist eigentlich unser Tun. So. Also unser Erleben in der Gegenwart ist der Vipaka aus der Vergangenheit. Ist das Resultat unserer vergangenen Taten. Und was wir in der Gegenwart haben, ist unser Tun. Das heißt, wir kreieren Karma. Von Moment zu Moment in der Gegenwart ergreifen wir diese fünf Daseinsgruppen als mein, um uns irgendwo da zu definieren, unser Plätzchen zu finden. Und wir haben die Resultate, die sich direkt aus diesen Handlungen ergeben. Das heißt, ich kann in der Gegenwart, wie Ajahn Chah in diesem Vortrag gesagt hat, die Gegenwart ist das Link, ist wie sagt man, das Kettenglied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Vielleicht bringe ich irgendwann die Verse nochmal raus. Wenn wir mal irgendwann vorlesen, einen Samstag, habe ich noch ein bisschen Zeit beim letzten Mal darauf verwandt, das Versform zu tun. Weil diese drei Dinge, die können wir beobachten. Das Resultat aus der Vergangenheit, unser unmittelbares Erleben, dann unser Reagieren auf dieses Erleben, auf das Resultat der Vergangenheit und dann das Resultat unseres gegenwärtigen Reagierens auf das Resultat aus der Vergangenheit. Und so schließt sich die Kette. Das heißt, die Gegenwart ist der einzige Ort, der einzige Punkt, der einzige Platz, wo wir wirklich was tun können. Und wo wir wirklich erkennen können, wie wir ständig Karma kreieren, wie wir ständig diese fünf Khandas, diese fünf Daseinsgruppen ergreifen und was das für Konsequenzen hat. Die unmittelbaren Konsequenzen können wir beobachten. Und die können wir dann auch in die Zukunft, wenn wir wollen, projizieren, dann sehen wir auch oder erkennen auch, weil wir ja auch die Vergangenheit noch sozusagen haben, was diese Dinge in der Zukunft auslösen. Also wir verstehen Vergangenheit und Zukunft, indem wir die Gegenwart beobachten. Indem wir beobachten, wie wir Karma kreieren. Und kein Karma mehr zu kreieren, ist Nibbana. Nichts mehr zu machen, was zu Resultaten führt, weil der Geist losgelassen hat von diesen Daseinsgruppen. Er greift diese Daseinsgruppen nicht mehr. Und da sind wir da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, Nibbana. Aber dafür habe ich jetzt keinen Gas mehr. Reiche. Handamayam obada tamakataya sadhuka dadanase sadhu 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 anumodami.